Moinsen und willkommen zum neuen Video von mir, dem Chef. Heute geht es wieder um Sea of Thieves. Genauer gesagt geht es heute um den Monatsbericht vom Dezember. Die Entwickler hauen ja jeden Monat einen Monatsbericht raus. Das ist jetzt der vom letzten Jahr, also vom Dezember. Die Entwickler schrieben darüber, was sie aus den Alpha-Sessions der letzten Monate gelernt haben und welche Änderungen sich daraus in der Zukunft ergeben werden. Die Entwickler sind damit unzufrieden, dass es in der Alpha zu wenig Begegnungen und Kämpfe zwischen verschiedenen Schiffen gab. Sie werden an einer Lösung arbeiten, um die Frequenzen zu erhöhen. Wie das genau aussehen wird, ist noch nicht bekannt, aber das ist eine Erfahrung, die ich persönlich auch gemacht habe, dass ich sehr selten andere Spieler getroffen habe und wie es in den Kommentaren aussieht, bin ich mit dieser Ansicht nicht alleine. Das Quest-Design. Bis jetzt war es überwiegend so, dass wenn man eine Quest an einem Außenposten begonnen hat, dass diese dann auch meist dort wieder endete, da dieser Außenposten direkt der nächstgelegene war von der eigenen Position aus. Dadurch befand man sich meistens in derselben Region in der Welt. Die Entwickler werden das ändern, damit man mehr von der Welt sehen wird und auch andere Spieler eher trifft. Die Schiffsichtbarkeit. Es wird daran gearbeitet, dass man Schiffe von weiter weg besser erkennen kann. Dadurch wird natürlich auch automatisch das Konfliktpotenzial erhöht und ihr trefft schneller andere Spieler. Das Weltdesign. Es wird eine kleine Umverteilung der Außenposten und Inseln geben. Es werden auch weitere Inseln und Außenposten dazukommen. Also die Karte, wie wir sie jetzt momentan kennen, wird sich in ihren Grundzügen anscheinend stark verändern und anscheinend auch deutlich größer werden. Aber genauere Details haben die Entwickler dazu noch nicht gesagt. Vielleicht werden wir davon schon einen kleinen Eindruck in der Beta erhalten. Die Quest-Vielfalt. In der letzten Alpha-Session konnte festgestellt werden, dass das neue Quest-System im Ganzen sehr gut funktioniert, dass das Ranking der einzelnen Fraktionen sehr gut harmonierte und wenige große Probleme auftraten. Allerdings war es so, dass die meisten Spieler die Aufgaben der Goldholder-Fraktion machten, da dort die Belohnungen am attraktivsten waren. Das wollen die Entwickler schnell angleichen, damit sich alles in Balance hält. Weiterer Knackpunkt waren die Aufgaben der Order of Souls. Bei diesen muss man ja Skelettbosse erledigen, um deren Schädel zu erhalten. So machen die Kämpfe zu Beginn noch viel Spaß und sind etwas anderes zur normalen Goldsuche. Doch ist die KI der Skelette nicht variabel genug und auf Dauer werden dadurch die Quests schnell monoton. Es soll eine Änderung an der Variabilität und der Stärke der KI vorgenommen werden, damit sich keine Langeweile einstellt. Das waren soweit meiner Meinung nach die wichtigsten Punkte aus dem Monatsbericht vom Dezember. Die ganzen Änderungen werden noch dauern und es kann nicht damit gerechnet werden, dass alle Änderungen schon in der geschlossenen Beta enthalten sein werden. Ich finde es sehr schön, wie selbstkritisch die Entwickler mit sich umgehen. Für mich beste Voraussetzung, dass das Spiel auf einem sehr guten Weg ist. Etwas in der Richtung habe ich sehr, sehr selten gesehen in der Entwicklung eines Spieles. Zum Schluss noch einen kleinen Teaser vom Sea of Thieves Twitter-Account. Vor wenigen Tagen wurde dort ein Bild gepostet mit einem neuen Kompass, der wesentlich luxuriöser aussieht wie alle anderen, die wir bereits kennen. Das ist wohl der perfekte Kompass für einen erfolgreichen und verwöhnten Piraten. Wie er in der Natur aussieht und welche Items es sonst noch weitergeben wird, das werden wir dann wohl in der Beta sehen. Das war es soweit von meiner Seite, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und dann sehe ich euch an Bord, euer Chef.